Aber der Einstieg war super, Hetz. Ja. Okay. Ja. Hallo Elisabeth, grüß dich. Schön, dass Hallo, du heute bei uns bist. Wir möchten uns ja gerne über euren Verein Bildung bringt Frieden ein bisschen unterhalten, um den Zuhörern oder Zusehern auch zu vermitteln, was euer Verein so macht. Wir beide haben gemeinsam deinen lang gehegten Wunsch versucht umzusetzen, Osttiroler helfen in aller Welt. Wir nennen es Lichtpunkte und um uns dabei mit Interviews auch ein bisschen zu präsentieren, starte ich heute mal mit dir. Und möchte gern, dass du jetzt vom Verein erstmal so ein bisschen Grundlegendes erzählst und dann machen wir 5 Interviewfragen. Okay. Also die Frage, wo, in welchem Land wir tätig sind, die Antwort darauf ist in der ganzen Welt. Also der Verein hat ja mit einer österreichischen Geschichte begonnen, schon vor 20 Jahren, die Vorarbeit, die wir inzwischen, die kleine Eule, die wir inzwischen in 45 Sprachen übersetzt haben und für theoretisch 472 Länder der Welt möglich Leser finden könnte. Und dadurch, dass unser Verein Bildung bringt Frieden jetzt seit letztem Jahr offiziell auch der Österreich-Vertreter für die United Religions Initiative ist, haben wir wirklich mit die Möglichkeit, über 1000 lokale Gruppen in 108 Ländern zu erreichen, mit dem, was wir in Osttirol machen. Mhm. Die URI ist so quasi die Religion, die UNO der Religionen, ist es. Genau, und die 100 und wir sind die Vertreter in Österreich. Ja, die 100 Länder in aller Welt, die repräsentiert ja auch oder soll ja auch ein bisschen repräsentieren unsere Eintrittskarte, das Padlet, was wir erstellt haben. Das soll das ja auch so ein bisschen transparent machen. Aber eine Frage wäre jetzt, was sind eure lang- und kurzfristigen Ziele? Was wollt ihr erarbeiten? Bei uns geht es immer um Wissen über die verschiedenen Religionen und um ein Gespür füreinander, um Achtung, um die Angst vermindern vor anderen Religionen. Und wir machen das mit verschiedensten Methoden. Am wirksamsten ist, glaube ich, die Glocke für Frieden und Freundschaft, die am Hochstein oben steht und die jeder läuten kann. Grasmeier-Glocke hängt über Steinen aus der ganzen Welt, also mehr als 100 Länder und von heiligen Orten der Religionen. Das ist ein Projekt, das seit 2016 umgesetzt worden ist. Dann gibt es über Weihnachten immer am Schmetterlingsbrunnen Texte aus den Weltreligionen da in Lienz im Park, wo die ganzen Spaziergänger vorbeigehen und lesen und sich wundern, wie ähnlich die Gebete in den verschiedenen Religionen sind. Dann ein großes Thema bei uns ist auch immer wieder die World Interfaith Harmony Week. Es ist eine Initiative der UNO, die jede erste Februarwoche weltweit gefeiert wird. Und da beteiligen wir uns mit verschiedensten Dingen, mit Ausstellungen. Und das letzte Jahr haben wir mit Flüssen auf essbares Papier gute Wünsche geschrieben und mit den Flüssen in die Welt geschickt. Und heuer eben habe ich ein Gebet für alle Religionen entwickelt. Und also es folgt uns jedes Jahr etwas Neues ein und für nächstes Jahr habe ich schon wieder, weil ich irgendwann einmal einen Preis damit gewinnen möchte, habe ich für nächstes Jahr schon wieder Pläne. An den beiden Aktionen mit dem Esspapier, die Wünsche dem Meer oder dem Wasser übergeben, dass sie dann ins Meer geschwemmt werden, waren wir ja vom Frauenprojekt Mariam auch beteiligt und auch im Frauencafé mittendrin, unserem neuen Nachfolgeprojekt, bist du ja dabei gewesen und hast uns die Wünscheaktion nochmal aufgezeigt. Die Frauen haben teilgenommen, hast diese wunderschönen Gesichter verteilt. Aber das bist ja nicht nur du alleine. Wer hilft noch alles mit? Wer ist bei euch im Netzwerk verbändelt? Und wer ist so in Person zu deiner Unterstützung da? Also die United Religions Initiativgruppen haben auch, also dazu braucht es mindestens 7 Personen aus mindestens 3 Religionen. Und bei uns in der Gruppe, also die Gruppe aus 7 Männern und Frauen, sind sogar 5 verschiedene Konfessionen und Religionen aktiv. In erster Linie, also
so wie, es hängt ganz, die Arbeit hängt ganz von den einzelnen Projekten ab. Also mit zum Beispiel oben für den Glockenturm hilft mir die Susanne Senfter aus, französische Kulturbotschafterin in Leisach besonders und ihre ganze Familie. Und beim Schmetterlingsbrunnen war die Almut und der Winfried immer sehr aktiv. Die Bahai in Lienz waren. Und es ist, hängt ganz davon ab, wer jetzt gerade besonderen Zugang zu dem Inhalt der Arbeit hat. Also Osttiroler in aller Welt, für alle Welt. Kann man das so zusammenfassen? Genau. Ja. In Osttirol Lebende. Ihr habt ja auch eine Internetseite und was ist so euer Ziel? Wie kann man euch unterstützen? Die Internetseite ist bildung-frieden.net. Da sind die verschiedenen Projekte, die laufen, werden dort vorgestellt. Jetzt von der Unterstützung her ist es so, es gibt natürlich ein Konto, wo ich mich immer freue, wenn etwas drauf ist, aber es gibt ganz eine konkrete Möglichkeit. Also ich hasse das Geld betteln. Ich überlege mir immer, welche Möglichkeit gäbe es, etwas zu verkaufen, damit der Verein ein Geld einnimmt. Also das haben wir damals eben mit der kleinen Eule versucht und jetzt bieten wir die Möglichkeit, Licht für das Leben Kerzen zu kaufen. Das sind Kerzen aus Ton. Schaut aus wie eine Kerze. Schaut so, so. Ja, ja. Also das ist jetzt eine für den Innenbereich, wo man ein Sterbebild aufstellen kann. Aber man kann sie ohne Sterbebild, gibt es auch auf dem Friedhof aufzustellen. Und der Vorteil ist, man spart sich dadurch sehr viele Plastikkerzen. Zu besonderen Zeiten kann man dahinter ein kleines D-Lichtlein stellen. Das leuchtet dann durch die Kerze oder LED-Licht kann man auch reintun, wenn man möchte. Aber die Kerze ist ein Symbol dafür, dass man im Namen des Verstorbenen den Lebenden was Gutes tut. Und das kann jetzt eben nicht nur unser Verein sein, sondern das können die ganzen verschiedenen Hilfsorganisationen sein. Und damit sich die Leute leichter entscheiden können, haben wir eben die miteinander die Internetseite Lichtpunkte gestartet, dass man sieht, wer von Osttirol aus was wo macht. Und wer auch Ansprechpartner ist und an wen man sich wenden kann. Genau, an wen man sich. Und da, wo es halt noch keine Kontakte zum Anklicken gibt, weil es vielleicht kleinere Aktionen sind oder weil sie schon abgeschlossen sind, da kann man sich bei Fragen dann an dich wenden. Ja, gerne. Und es gibt dann wem das noch zu wenig ist, wer so quasi noch mehr Geld übrig hat, kann natürlich auch die ganz große Seite nehmen, die Heaven on Earth Wiki. Also es ist ein Internet-Wiki, so wie Wikipedia. Und da sammle ich Hilfsorganisationen und Personen und Projekte und Dinge, die am Himmel auf Erden arbeiten, aber weltweit, also aufgeteilt auf die verschiedenen Länder. Und das ist dann die Erweiterung der Osttiroler Lichtpunkte. Das sind auch weltweite Lichtpunkte. Das ist sehr vielschichtig, sehr vielseitig und das alles macht der Verein Bildung bringt Frieden mit dir auch. Ja. Ich würde ganz gerne nochmal auf die Lele-Kerzen zurückkommen, dass uns da vielleicht nochmal was drüber berichtest, weil die ja auch so ein bisschen den roten Faden in unseren jetzt mit dir gestarteten Interviews bieten sollen, weil wir sie da auch immer mal herzeigen wollen, weil es einfach eine schöne Aktion ist, um zu spenden für einen Bereich, der einem selber am Herzen liegt, der vielleicht dem Verstorbenen am Herzen gelegen hätte und wo man über ein Fundraising-System wirklich Gutes tun kann. Ja, die Kerzen werden in Osttirol von Promente, das ist ein sozialökonomischer Betrieb in der Peter-Weber-Gasse hergestellt. Dann gibt es welche vom Tichtel in Keramik in Fürgen drinnen. Keramiker und vom Tonladen in Mod 3. Ich bin immer auf der Suche nach neuen Kerzenproduzenten, weil es natürlich schön ist, wenn man verschiedene Varianten davon zur Verfügung hat. Die sieht man auf der Homepage, weil jeder hat seine eigene Art, sie zu machen zum Beispiel. Und das, in Zukunft werden wir das auch so machen, dass Trauernde die direkt selber bemalen können im geschützten, also dass man eine Gruppe sich trifft und miteinander eine Kerze bemalt im Gedenken an einen Verstorbenen. Und das ist noch einmal ein eigener Punkt. Aber alle, sei es ein Stück Verbindung zwischen Himmel und Erde, wenn man etwas für einen Verstorbenen tut, das ich bin hundertprozentig überzeugt, dass meine Tante, die vor 20 Jahren gestorben ist und die ihr ganzes Leben
nur für andere da war und weltweit versucht hat, was Gutes zu tun, dass die sich wirklich im Himmel freut, dass das jetzt so in ihrem Namen die Linette in Kenia Schule gehen kann zum Beispiel. Oder deine Tante, die Ideengeberin für genau, das Projekt mit den Kerzen. Ja. Ja, fein. Und sie am 20. Todestag sind sie entstanden, ja. Und die neue Idee, die Kerzen individuell mit der Trauerfamilie oder den Trauernden zu gestalten, da würde ich dich gerne auch nochmal zu befragen, wenn ihr damit gestartet gerne. Seid. Dann danke ich dir erstmal heute für die vielen Informationen. Gerne, danke ebenfalls. Und wir arbeiten weiter zusammen und schauen eine Transparenz in alle Hilfsprojekte von Osttirol in aller Welt, in alle Lichtpunkte zu bekommen. Dankeschön, Elisa. Dass das Licht sichtbar wird. Danke dir und alles Gute. Dir auch. Wiederschauen. Schön, Petit.